Zauberhafte Geschichten zur guten Nacht. Die mutige Kuh. Den ganzen Morgen steht Betty die Kuh schon auf der Weide und starrt zum nahen See. Ein paar Kinder ziehen dort auf Schlittschuhen ihre Runden, drehen Pirouetten, spielen Fangen oder fahren eine Acht nach der anderen. Schön sieht das aus. Ob ich wohl auch Schlittschuh laufen kann? Fragt Betty ihre Kuhkumpel. Doch, die lachen Betty kräftig aus. Was für ein Kuhquatsch, rufen sie. Du bist viel zu schwer, Betty. Viel zu schwer? Frechheit. Betty sieht an sich herab. Sie ist gut gebaut, genau wie eine Kuh sein soll. Beleidigt stapft sie davon Richtung See. Gerade will sie mit dem Huf testen, ob der See wirklich überall zugefroren ist. Da sieht sie etwas im Schilf glänzen. Zwei Paar Schlittschuhe. Die Kinder haben sie wohl liegen lassen. Vielleicht für später. Betty überlegt. Zwei Paar sind ein Schlittschuh für jeden Huf. Die Kuh zögert nicht und streift sie über. Und dann probiert sie vorsichtig am Rand aus, ob sie damit fahren kann. Ein paar Mal plumpst Betty heftig auf ihren Kuhpo, dann stolpert sie über ihre Hufe. Ein anderes Mal verheddert sich ihr Schwanz im Schlittschuh. Als es am Nachmittag klirrkalt ist und die Sonne langsam untergeht, wagt sich Betty mitten hinaus auf den See. Sie beginnt mit ein paar Ausfallschritten und Drehungen und wird schließlich ganz verwegen. Ein Sprung! Auf einem Bein und sogar ziemlich hoch. Jubel brandet auf, tosender Applaus ist zu hören. Erstaunt hält Betty inne. Am Ufer steht die gesamte Kuhherde und sieht ihr zu. Toll, du bist so mutig, rufen die Kühe. Dürfen wir auch mal? Betty nickt, verbeugt sich und schlittert gekonnt ans Ufer zurück. Sie hat es allen gezeigt. Eine Kuh kann eben doch Schlittschuh laufen, wenn sie unbedingt will.